Leute, Grimax hier und ich melde mich zurück mit dem heute schon zweiten Video auf meinem Kanal. Ja, kaum bin ich wieder gesund, jetzt geht's auch schon wieder weiter. Jetzt werden wieder permanent Videos rausgeballert und ich wollte euch dieses Video einfach noch heute und so schnell wie möglich zeigen. Und ich bitte euch einfach darum, dieses Video bis zum Ende zu schauen. Es kann dabei wirklich um euren kompletten Account gehen und euer komplettes Geld. Also schaut das Video bitte bis zum Schluss. Nicht, dass meine Abonnenten hier noch ihr Geld und sowas verlieren, denn das will ich wirklich nicht. Deswegen jetzt heute noch das zweite Video, weil ich euch einfach so schnell wie möglich darüber informieren will. Wie gesagt, Leute, zeigt dieses Video am besten noch euren Freunden, damit es diesen nicht auch passiert, und schaut das Video einfach bis zum Ende, damit euch so eine Scheiße nicht passiert. Ja, Leute, es geht um dieses neue Anti-Cheat-System, über das ich auch schon mal berichtet habe, aber das Anti-Cheat-System ist schlimmer, als wir gedacht haben. Warum das Ganze, das werde ich euch jetzt erklären. Ja, Leute, und zwar haben ja letzte Woche einige eine SMS von der Macebank bekommen, dass ein Fehler passiert ist und dass diese ihr komplettes Geld weggenommen bekommen haben. Diese SMS haben Leute bekommen, die ihr Geld gemoddet haben oder eben ziemlich heftig geglitscht haben. Ich habe darüber kein Video gemacht, weil es nicht wirklich oft vorgekommen ist und auch nicht wirklich viele Spieler von dieser SMS betroffen wurden. Außerdem hat Rockstar Games jetzt erst geschrieben, dass dieses Anti-Cheat-System erst in der Beta war. Also ich fand es wirklich schon schlimm genug, dass einige Spieler ihr komplettes Geld und so verloren haben. Und jetzt sagt Rockstar Games, dass dieses neue Anti-Cheat-System erst in der Beta war und noch viel stärker in Kraft treten wird. Und jetzt, nachdem die GTA-Server 6 Stunden lang down waren, konnte man jetzt eben ein neues Coding zu diesem Cheat-System finden in dem GTA 5 Coding, und ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden. Ist wirklich extrem krass, was da abgehen wird. Und zwar wird dieses neue Anti-Cheat-System zunächst nur die PS4 betreffen. Sobald es auch andere Konsolen betrifft, werde ich euch natürlich auch darüber informieren. Dort kann man nun sehen, dass ab einem Betrag von 8 Millionen wird dieses Anti-Cheat-System aktiviert, und dieses Anti-Cheat-System wird dann überprüfen, ob ihr diese 8 Millionen auf legale Art und Weise bekommen habt, heißt durch Rennen oder irgendwas oder durch Verkäufe oder eben durch Glitches und Motten. Wenn dieses dann aktiviert wird, dann bekommt ihr wieder so eine SMS von der Macebank und es wird euch euer komplettes Geld wegnehmen. Heißt, wenn ich euch in Zukunft Money Glitches zeigen werde, müssen wir da wirklich extrem aufpassen, dass ihr eben nicht diese 8 Millionen Dollar Grenze überschreitet. Aber ich denke mal, man kann das trotzdem ganz gut einrichten, indem man eben vielleicht immer nur 7 Millionen oder 7,5 Millionen Dollar erglitscht, weil ab 8 Millionen wird, wie gesagt, dieses Anti-Cheat-System aktiviert und das wird dann auf jeden Fall überprüfen, wie ihr das Geld bekommen habt. Heißt, passt da wirklich auf, Leute. Und darunter ist noch zu sehen, ab einem Betrag von 3 Milliarden Dollar. Ja, Leute, wenn ihr wirklich 3 Milliarden Dollar bekommt, das kann man auch nicht durch Glitch machen. Das ist dann wirklich nur durch Motten. Ja, Leute, dann habt ihr es auf jeden Fall geschafft, dass ihr auf jeden Fall Gesprächsthema bei Rockstar Games seid, weil diese Nachricht wird dann direkt an die Rockstar Games Administratoren weitergeleitet und diese werden sich das dann selbst anschauen. Und ich denke mal, das wird ziemlich einseitig ausgehen, weil man sich 3 Milliarden Dollar wirklich nicht legal erspielen kann, und das kann wirklich nur gemoddet sein. Und in diesem Fall werdet ihr dann, denke ich mal, komplett gebannt werden. Heißt, passt da wirklich auf, Leute. Wenn euch Leute Unlock-All-Accounts anbieten, dann würde ich es nicht mehr annehmen. Also früher war das wirklich okay, aber jetzt mit diesem neuen Anti-Cheat-System, Leute, passt wirklich auf, wenn ihr Geldglitches oder sowas macht oder in einer Money-Lobby seid, passt wirklich auf, dass ihr nicht diese 8 Millionen überschreitet, weil somit verliert ihr euer komplettes Geld. Und wenn ihr wirklich 3 Milliarden bekommt, dann seid ihr auf jeden Fall Gesprächsthema bei Rockstar Games und seid dann wirklich ziemlich am Arsch, würde ich mal sagen. Ja, Leute, einfach nur ein kleines Infovideo dazu. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wollte euch mit diesem Video einfach nur warnen. Wie gesagt, Leute, zeigt es bitte all euren Freunden, informiert alle darüber, nicht, dass ihr einfach noch gebannt werdet, weil ich einfach nicht möchte, dass meine Abonnenten wirklich davon betroffen werden und am Ende noch ihren Account oder sowas verlieren. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.